habe es mir hier gerade vor meinem Laden gemütlich gemacht. Und zwar auf Europaletten. Ist zwar ein alter Schuh, aber ich möchte euch trotzdem eine viereckige, quadratisch praktische, gute Kantholzidee zeigen, die man gestalten kann aus Holz eigentlich. Und die Idee, es ist durch diese Paletten gekommen, weil ich habe mir gedacht, oh, ich möchte gerne so einen schönen, entspannten Sitzplatz meinen Kunden und Kundinnen anbieten, die dann ja irgendwie von weit her kommen und dann lange im Auto sitzen oftmals. Und wenn dann der Sommer kommt, dann sollen die sich hier so richtig schön hinsetzen mit Blick, auf das Meer sozusagen, was dann da entsteht und sich ein bisschen entspannen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich das mit zwei Paletten mache oder mit drei. Das kann ich euch mal eben zeigen. Bei den zweien sitzt man so. Okay, und bei den dreien sitzt man halt so ein bisschen aufgebockt, aber hat auch irgendwie was Bequemes. Ich hatte mir eigentlich eine Sitzgarnitur bestellt, die so in so einem Batik-Look ist wie mein Kleid hier, aber das hat irgendwie nicht geklappt. Der Händler hat gesagt, das ist irgendwie alles schon verschimmelt, bevor es im Container war. Und ich sage, oh Mann, schade, weil das wäre richtig sommerlich gewesen, aber die kriegst du ja auch mittlerweile im Netz auch überall bestellt. Ja, und dann die Europaletten habe ich mir natürlich auch neue besorgt und wir gucken uns jetzt erstmal eine Europalette an, wie die überhaupt aussieht, was man damit machen kann. Und dann habe ich natürlich noch schöne Deko-Ideen, wie das dann aussieht. Also, schauen wir mal. So, ich habe hier mal eine Palette stehen und hier wäre ja zum Beispiel auch so eine Art Kantholz, was man schon benutzen könnte. Die sind rechteckig, die äußeren, und in der Mitte sind viereckige. Das Einzige, was nicht so schön ist, dass man die Kanten abgeschnitzt hat. Aber ansonsten finde ich das ganz cool mit dem Aufdruck. Also man kann es ja dann auch selber noch anstreichen, die Vierecke. Und meine Mutter sagt, es wäre mal eine Quizfrage gewesen, wie viele Latten so eine Europalette hat. Also es sind 11. Hätte ich aber auch nicht gewusst. Also das sind ja auch so unwichtige Fragen des Lebens. Ist ja eigentlich viel wichtiger, was kann man daraus machen. Ich glaube, so eine Palette kostet vielleicht 25 Euro, aber man kann sich natürlich auch Kantholz im Baumarkt zuschneiden lassen. Das geht auch. Aber eigentlich kann man natürlich auch viel draus machen. Aus den Latten könnte man wieder die Geschichte machen mit dem Holz, wo man dann mit Sukkulenten arbeitet und ein bisschen Wolle rumdreht. Also ich glaube, man kriegt da, das ist schon effizient. Wie viel wären das denn? Das wären 6 Rechtecke und 3 Vierecke. Also da könnte man schon eine schöne Tischdekoration, ich will ja was mit Kerzen und Windlichtwagen draus gestalten, aber ist nur so eine Idee für die Do-it-yourself-Freaks, die echt alles von 0 auf 100 machen möchten. Also Palette kommt wieder weg und wir gehen mal rein in den Laden. So, was man jetzt cool ist, auch so schön Kanthölzern oder Holzstücken machen kann, das möchte ich euch zeigen. Zum Glück haben wir ja ein paar besondere im Shop, und zwar einmal die mit direkter Stabkerze, und hier haben wir mal ein paar Modelle aufgebaut. In Mittel, ganz groß und klein, ein bisschen in unserem nordischen Stil, wie wir das so gestalten und dekorieren. So kann das Ganze aussehen. Und den kleinen mache ich jetzt nochmal eben fertig für euch. Ich habe hier eine Muschelkette, eine Schnecke, ein bisschen Rebendraht oder Paketband, ein paar Schleifen. Und klar, man kann das auch ganz pur und schlicht hinstellen, aber man kann es auch noch ein bisschen aufpeppen. Und wie, das zeige ich euch jetzt. So eine Muschelkette, die habe ich hier entdeckt bei uns, die drehe ich jetzt einfach mal so ein bisschen hier um zu, weil mein erster Gedanke war so einfach ganz viele kleine Muscheln raufkleben oder eine Nummer größer raufkleben, es reicht ja auch eigentlich, würde ja schon eine reichen, und da haben wir dann die gedacht, auch dann können wir auch diese Muschelkette hier gleich nehmen. Das Paketband ist ein bisschen breiter und sieht somit auch aus, ist ja so eine Art Papierband, wie Schilfgras. Und man könnte das jetzt nämlich auch mit natürlichen Gräsern gestalten. Aber hier ist auch irgendwie gefühlt, so gibt es in dem Ganzen so ein bisschen eine Festigkeit. Ist ja immer so ein bisschen eine fikelinsche Sache, ne? Das ist dilettantisch. Muschelschnecke, kleb bitte, kleb. Einfach kleben, du sollst einfach kleben. So. Ist ja echt wirklich immer so ein bisschen Fikilin, was ich hier mache. Ne? Also manchmal frage ich mich auch selber, muss das so sein? Oder? Wisst ihr, was ihr auch einfach machen könnt? Ein Tau ein bisschen flechten oder einfach nur so rauflegen und die Muscheln draufkleben. Vielleicht ist das auch doch nicht so die beste Idee. Aber ich habe einfach, ja, so, jetzt ist gut.
So, kleine Feder noch dazu. So, jetzt kann man überlegen, ob man noch ein paar andere Gräser mit einarbeitet oder vielleicht mit ein bisschen frischen Lavendel noch reingeht. Hier ist ja so ein ganz zarter mit kleinen Blüten, den habe ich draußen. Der ist echt über den Punkt hinausgewachsen und sieht nicht mehr gut aus. Und da habe ich gedacht, den kann ich jetzt nochmal hier einsetzen. Dann gibt das so ein bisschen Duft für die Terrasse. Und bei dem großen Windlichtlass, oh, dann passt das nämlich auch ganz schön so mit diesen Farbtönen zusammen. Bei dem großen drehe ich jetzt den Rest der Kette mit rein. Das ist ja nicht mehr viel vom Schützenfest. Und den Rosmarin, das ist so echt ein richtig schön uriger Alter. Rosmarin hält nicht so lange. Also wenn ihr das eintrocknen lassen möchtet, dann ist das der Nadel, wie Tannenbaum. Das ist so. Aber es ist ja jetzt die Zeit mit Kräutern und die gibt es jetzt in frisch überall schon zu kaufen. Lavendel, Kräuter, Rosmarin. Aber ihr könnt natürlich, das ist jetzt für eine Feier, für einen schönen lauen Abend, wenn man ein bisschen was Frisches dazu gestalten möchte. Und der hier, ich glaube, der wird trotzdem ganz gut. Der ist so alt, der nadelt halt ein bisschen. Dann hat man aber immer noch das Geäst so ein bisschen. Jetzt brauche ich noch mal ein Paketband. Die Befestigung funktioniert natürlich auch gut mit dem Rebendraht, Paketband oder meinetwegen auch Wickeldraht. So hat man halt immer noch ein bisschen bei dem Paketband so ein bisschen, sag doch noch mal ein bisschen, was hat man denn noch so ein bisschen, eine andere Struktur drin. Tau, das was ihr habt, nehmt ihr. Ja, guck mal, er krümelt jetzt schon, der Rosmarin, aber er duftet. Und es ist ein schöner Unterbau für weitere Gestaltungen. Die Muschelkette ziehe ich jetzt mal wieder so ein bisschen raus, dass sie wieder ein bisschen sichtbar ist. Die restlichen Schnecken oder Muscheln klebe ich mal in dazwischen. Und jetzt klebe ich nämlich nicht direkt auf den Stamm, sondern dafür ist dieses Gerüst ja auch gedacht, dass ich einfach in den Rosmarin oder auf das Paketband draufklebe. Das kennt ihr ja auch schon, das Prinzip, dass man die Rohlinge so lässt und die nicht kaputt dekoriert. Sieht aus wie eine Eierschale, ne? Kaputte Muschel, die kann aber auch ruhig mit rein. So, jetzt darf man sich halt nicht vertüdeln in klein, klein. Jetzt muss man wirklich mit ein paar größeren Muscheln daran, weil das Gefäß einfach auch groß oder der Unterbau groß ist. Ich da jetzt nur so, entweder mache ich ganz viele kleine Muscheln, die habe ich aber nicht mehr. Deshalb drehe ich das jetzt auch hier wieder rein und gehe da mal mit ein paar größeren rein, damit das von der Optik auch wieder passt und gut aussieht. Ich hole noch mal ein, zwei Rosmarinranken. Da gehe ich da draußen eben zu meinem Rosmarin und dann laufe ich noch an der Olive vorbei und denke mir, Olive wäre auch noch ganz schön. Da habe ich jetzt aber eben nur ein, so ein Zweig mitgenommen, um zu zeigen, mit welchen Materialien ich jetzt so arbeiten würde. Entweder macht man viele kleine Federn rein und gleichmäßig, es ist aber dann sehr verspielt. Attacke bekommt man immer nur mit einer wirklich großen zum Schluss, die das Ganze auch optisch aufhängt. Oder man nimmt noch einen richtig tollen großen Olivenzweig, dass man den nochmal hier so rauszieht mit ein bisschen mehr Bewegung. Also man könnte das jetzt noch beliebig umgarnen und ausspielen. Entweder bleibt man wirklich ganz filigran in so ein, wie so ein kleines Haarkränzchen, was man umsetzt mit Lavendel, Rosmarin, alles so ganz filigran. Oder man nimmt weniger Zweige und dann vielleicht mit mehr Schwung und Bewegung. Ja, die beiden Möglichkeiten gibt es eigentlich so. Und je mehr ihr dann rantüdelt, umso üppiger und voller wird es natürlich. Und ich denke schon, dass die Bewegung auch noch weiter runtergehen könnte, um die Verbindung zum Boden zu bekommen. Also das sind dann so kleine Detailgestaltungen, die ihr dann überlegt. Weil wenn ich jetzt mal so von hinten gucke, gefällt mir das von hinten fast besser, weil es einfach zu wenig ist. Es ist zu wenig. Hier hätte ein größerer Zweig raus. Also einfach mehr Attacke machen vielleicht noch. Gut, aber das sind so Sachen, die guckt ihr dann selber, wie groß der Holzstamm ist, den ihr bekommt, in welcher Größe. Nur mal um so proportionsmäßig überhaupt mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie man diese Quadrate aufarbeiten kann. Ich habe auch noch andere Ideen. Also hier ist es ja jetzt so, dass hier ein bei unseren Fertigen ein richtig schöner Aufsetzer dabei ist.
Da kann man dann auch, wir haben so coole Außenkerzen in Schwarz draufsetzen. Das finde ich auch, macht eine richtig gute Stimmung. Und das ist eine richtig Top-Qualität. Schwarze Kerzen finde ich sowieso cool dann für den Außenbereich. Und die sind auch richtig schwer. Die würde jetzt von der Proportion 1000-mal besser passen. Es muss ja nicht immer das Glas sein, aber wenn, muss es halt auch ein dickes Glas sein mit unseren LED-Kerzen. Das ist beim Wind und Sturm, auch wenn man das jetzt draußen auf der Terrasse zum Beispiel hat, nicht umweht. Wobei unsere LED-Kerzen natürlich nicht, weil es ja echt Wachs, für die pralle Sonne geeignet sind. Also wenn wir jetzt mal irgendwann dann wirklich wieder 30 Grad bekommen, dann funktioniert das nicht. Dann löst sich das vom Glas oder bekommt Risse bei Hitze, Kälte hin und her. Und da ist natürlich so eine Kerze perfekt. Und das sieht auch sehr gut aus. So, das ist die große, die kleine. Alternativ zu dieser Kerze hätten wir dann auch noch diese. Die kann man direkt dann auf den Tisch stellen, oder, weil das sieht natürlich jetzt nicht so gut aus. Aber hier sind super Sturmdochtkerzen. Hier Sturm, ein super Sturmdocht, genau. Also da kann es ruhig mal um die Ecke pfeifen. Die sind auch schön, hochpreisig, aber auch wirklich gut. Das ist handmade, das steht auch drauf. Das ist wirklich eine Top-Qualität und das merkt man auch, ob man jetzt irgendwie so ein Billigkrimskram da kauft oder so. Aber ich finde halt die auch wirklich super für den Außenbereich. Und ich wollte euch einfach nur mal zeigen, wie man mit den ersten Kräuterlingen jetzt was Schönes gestalten kann. Ach, guck mal hier, das sieht auch so schön aus. Das zeige ich euch mal eben. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, was euch besser gefällt, ob mit dem Glas oder mit der Kerze. Ist das ein Traum? Das ist so ein richtig schöner Korb mit Treibholzfisch, dieser lässige Korb mit unserem Holzkranz, dann die Muscheln und Schnecken da rein. Unser schönes Schild, könnte man das mehr einpacken, hätte ich es längst zu Hause. Ja, das mache ich auch noch. Ja, hier noch einfach ein schöner Treibholzast. Das kann natürlich auch von der Holunderbeere sein. Das ist künstliches Gras und ja, eine schöne sommerliche Nordstilgestaltung. Und dieses kleine Rundholz ist halt besonders süß, weil das erinnert natürlich an diese Holzbuhnen, die so ins Meer reinragen. Also ich finde, das ist schon echt ein schöner Stil. Und cool sind auch diese beiden Holzgefäße hier, die finde ich auch richtig schön, unsere Blair-Schale mit einem ganz dünnen Holzanker, das gibt so eine Leichtigkeit und es ist doch maritim, aber auf moderne Art und Weise, da hier dieser schöne Holz. Ich glaube, wir haben sie nicht, das waren so Einzelstücke, die haben wir jetzt aber mit unseren dicken Quasten, damit man mal sieht, wie man die toll lässig dekorieren kann. Das sind ja unsere, ja, ich sage mal Leuchtturmgefäße dazu. Die haben wir hier bei uns im Laden, weil die schwer zu verschicken sind. Da ist das Glas dann immer dabei. Einfach Taue drum, schöne Schnecken ran. Ich finde, das hat so einen super lässigen Style. Das ist genau meins. Ich finde es richtig, 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 richtig schick. Und wenn euch das Ganze auch super, super, super gut gefällt, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Und genießt diese Kräutersaison, die jetzt so kommt. Mai, Juni, da geht es ja rund mit den Kräutern. Und wir sehen uns natürlich in duftender, neuer Frische, in Kürze mit Würze. Eure Imke. Ciao.